Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Heute spielen wir mal ein kleines Spiel namens Celeste. Ihr habt Celeste locker schon mal gehört, aber falls es euch nichts sagt, am 5. Januar 2018 kam dieses Spiel raus und ich sag's mal so, es ist nicht leicht. Ich habe vielleicht 10 Stunden in dieses Spiel gesteckt und ich kam auch gerade so mit der Story durch, mit ein paar Extras, aber viel habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber ohne weiter irgendwas dazu zu sagen, jumpen wir, get it, direkt in die Story rein. This is it, Madeline. Just breathe. Why are you so nervous? Ja, ihr habt jetzt bestimmt gedacht, irgendeine Art cuter Graphics, Design, aber nein, Celeste ist ein komplett schön aussehendes Pixel-Art-Game und I love it. Celeste hat so einen wunderschönen Artstyle und bevor wir anfangen, wir springen hier rum. Wir heißen Madeline und sind ein Mädchen auf dem Weg zum Berg. Aber was wir auf einem Berg haben hier, sehen wir gleich. Und der nette Rabe sagt uns, Krähe, Thing, sagt uns, dass wir hier hochklettern können. Machen wir das direkt mal. Excuse me, ma'am. The sign out front is busted. Is this the mountain trail? You're almost there, just across the bridge. By the way, you should call someone about your driveway. The ridge collapsed and I nearly died. If my driveway almost did you in, the mountain might be a bit too much for you. Well, if I'm an old bat like you, can survive out here, I think I'll be fine. Suit yourself. But you should know Celeste Mountain is a strange place. You might see things. Things you ain't ready to see. You should seek help, lady. Oh ja. Ah, aber ja. Das ist dieses Game. Und direkt geht's ab. Joi. Oh Gott. Krähe, was mache ich? Kidding. Wir haben einen Dash. Ja. Und damit haben wir auch eigentlich alles, was wir brauchen, um in diesem wunderschönen Spiel klarzukommen. You can do this. Ja, denn in Celeste spielen wir als Madeline auf der Reise hoch nach der Spitze von Celeste Mountain. Und jetzt, ohne weiter rumzureden, gehen wir in Kapitel 1, der Forsaken City. Celeste ist einfach so ein Quick-Save-Ding. Ja, in Celeste spielt ihr, wie gesagt, Madeline. Ihr könnt springen und in 8 Richtungen dashen mit diesem fancy Dash. Ihr seht auch, wenn man ein Dash benutzt, dann ändert sich die Haarfarbe von Madeline. Und ihr habt immer einen Dash. Noch. Und das Hauptziel des Spiels ist es, so viele Erdbeeren wie möglich zu sammeln. Und die Musik ist einfach wunderbar. Let's be real. Die Musik von Celeste ist by far immer so fucking gut. Ich weiß nicht, was Indie-Games heutzutage haben. Heutzutage. Das Spiel wird 6 Jahre alt in ein paar Monaten. Aber Celeste hat einfach so einen guten Soundtrack. Ich liebe es. Und hier gibt es sehr viele verschiedene Obstacles. Erstmal natürlich Wände und Spikes. Ich werde nicht hier zeigen, was passiert, wenn ich sterbe. Denn, ne, ungern. Aber mit diesem Dash kann man auch viele andere Sachen machen. Erstmal, wenn ich an eine Wand dashe und dann springe, seht ihr, natürlich komme ich höher. Aber wenn ich das gleichzeitig mache, geht das sogar recht schnell. Und da kommt man ohne Problem hoch. Dieses Ding bewegt sich automatisch, da möchte ich ungern lang. Und diese Erdbeere, ich möchte mir die jetzt nicht verkacken, die bekommt man, indem man nicht die Dash-Fähigkeit benutzt, da die sonst abhauen würde. Oh Gott,
Da wäre ich fast. Okay. André, pass auf. Und unser Weg führt uns basically durch den ganzen Berg durch. Und ich bin gespannt, wie weit wir heute in diesem Let's Show kommen. Wenn natürlich, wie bei jedem Let's Show, das Video genug Likes und Aufrufe bekommt, zeigt es mir, dass ihr interessiert daran seid, ein Let's Play davon zu sehen. Und ich bin more than will. Und ich bin tot. Ja. Hier wichtig in Celeste: Momentum. Bewegung ausnutzen, denn hier, wenn man im richtigen Moment springt, dann kommt man weiter. Aber wie ich mich gerade anstelle, komme ich nicht weit. Ich möchte einfach nur diese Erdbeere. Dankeschön. Alright. Das hier unten, hier ist locker etwas. Gehen wir da mal lang. Es ist eine Erdbeere. Pioink. Aber ja, ihr seht, hier gibt es viele Rätsel, wo man lang gehen muss. Viele Passagen, wo man sich lang hangelt und durchdasht, in Hoffnung nicht zu sterben. Was das für ein Kristall ist, erzähle ich gleich. Aber erst. Oh nee, never mind. Das kommt hier zur Schau. Dieser Kristall, wenn ich da rein dashe. Oh! Ich habe meine Haare zurück. Dieser Kristall sorgt dafür, dass ich einen neuen Jump bekomme. Und hier kann ich sogar noch einen weiteren Speedrun-Trick zeigen, den man, glaube ich, machen muss. Ihr habt diesen schnellen Dash gesehen. Ich muss dazu nichts weiter sagen. Normalerweise, little tiny jump. Aber wenn ich das richtig mache, oh, komme ich sehr weit. Das ist nämlich auf den Boden schlagen, basically mit dem Sprung, und dann springen. Ja, ihr seht, der ist richtig schnell. Und das. Oh, hallo. Oh there, fellow traveler. Oh, hi. What a killer night for a hike. I guess so. This place is so crazy. God, I can't believe it exists. Not the easiest climb, is it? But I guess that's what I was looking for. Whoa, that sounds pretty serious. I'm just happy to see another human in such a lonely place. I'm Theo, by the way, an adventurer from a faraway land. Not much of a talker, are ya? Mysterious lone wolf type, I get it. I'll just imagine some dark backstory for you. Alright, Theo. War nett, dich kennengelernt zu haben. I think. Aber ich mach mich da mal wieder auf. Ein bisschen weiter nach oben. Hier geht's nämlich noch hoch. Oh Gott. Da solltet ihr besser nicht rein. Denn diese Stacheln, die töten euch. Und Erdbeere. Nice. Und hier unten geht's natürlich wieder zu Theo. Wer hätte es gedacht? Aber ihr seht, dieser Speedrun-Trick, der kommt. Dieser, ich weiß nicht, hat der Namen? Der muss einen haben. Ich glaube, das geht auch mit Wänden relativ gut. Ja, egal. Anyways, gehen wir mal weiter. Da unten ist, glaube ich, nichts mehr. Oh! Ich nehme zurück, was ich. Diese Wand sah literally aus, als könnte man die kaputt machen. Also. I don't mind. Oh Gott. Ich sollte wahrscheinlich nicht hier hin, aber hier links kann ich noch nichts machen, weil ich habe unironically keine Ahnung mehr, wie das geht. Da ist nämlich ein blaues Herz zu finden. Diese blauen Herzen, die braucht man später. Oh Gott. Hey! Ich habe die Erdbeere trotzdem bekommen. Und da oben ist doch noch was. Also, aus was für einem Grund würde. Oh Gott. Aus was für einem Grund würde da oben diese Plattform existieren, am I right? Huh, ja. Aber anscheinend können wir hier noch nichts machen. Weshalb, don't mind if I do, aber ich gehe da mal. Ja. In der Luft habt ihr immer nur einen Sprung. Bis jetzt. Und was das Special macht an. Oh Gott, ich hätte mich festhalten sollen. Was Celeste relativ special macht, ist, ich krieg's nicht hin, diesen Knopf zu drücken. Was Celeste relativ special macht, ist, dass man hat in der Luft immer nur einen Sprung. Immer nur einen. Wenn man den Boden berührt, kriegt man noch einen. Das ist aber auch der einzige Weg. Da ist übrigens eine Hin-Erdbeere, falls ihr die noch nicht habt.
Ja, das ist übrigens der einzige Weg, seinen Sprung neu zu bekommen, indem man den Boden berührt. Ansonsten habt ihr jetzt gerade noch einen Sprung. Ich empfehle euch, ich möchte natürlich niemandem vorschreiben, wie er spielen soll, denn am Ende des Tages ist das immer noch eure Sache, wie ihr das macht. Aber in Celeste ist es angenehmer, Controller zu spielen. Ist es ein PS4-Controller, Xbox 360 oder auch ein PS4-Controller, wie ich gerade benutze? Scheißegal. Controller ist Controller. Und glaubt mir, wenn ich sage, ihr wollt mit Controller spielen. Celeste ohne Controller ist, wie soll ich sagen, es ist ein Krampf. Celeste ohne Controller ist unangenehm at best. Also es ist wirklich, man kann es spielen. Ich hab's auch so gespielt für eine Weile. Aber ich drück's mal nett aus. Es ist nichts, was ich nochmal machen würde. Deswegen spiele ich auch gerade mit einem PS4-Controller. Und ihr seht, dieser Sprung, da müsste man eigentlich das hier, oh, da müsste man eigentlich das Momentum von dieser Kiste benutzen, um hier hochzukommen. Aber genau dafür habe ich diesen Speedrun-Trick. Würde ich es actually gut hinbekommen? Würde ich es auch. Oh. Wäre ich actually gut in diesen Sprung, könnte ich das jetzt hinbekommen. Aber wie es ausschaut, bin ich das nicht. Ja, und da seht ihr, ich habe gerade den zweiten Sprung nicht bekommen, weil ich noch in der Luft war. Ah, ich versuch's. Ich will diese Kiste nicht benutzen. Ah, ich bin einfach gut in diesem Spiel. Ah. Nein, aber das ist auch erst der Anfang. Also hier alle Erdbeeren zu bekommen, ist noch relativ einfach. Oh. Hoch mit dir, Madeline. Yes. Ich bin gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Aber ich hoffe, relativ gut. Ja, was in Celeste zu wissen ist, jetzt wo ich gerade diesen Glitch hier mache, immer wenn man den Boden berührt, kriegt man seinen Sprung zurück. Oder wenn man durch eine Ladezone geht. Was heißt, man kann so lustige, unendliche Dinge machen wie ich hier. Es ist super. Es ist einfach funny. Oh. Ich merke jetzt erst, wie sehr ich dieses Spiel vermisst habe. Denn Celeste ist einfach. Ja, das sterbe ich. Celeste ist einfach so gut. Und hier, glaube ich, war das nicht hier? Ne, hier konnte man nicht nach oben. Celeste ist einfach so ein schönes Spiel. Ich liebe ja generell so Schneeoptik, Schneelevel. By far meine Favorites. Schneewelten in irgendeinem Game kriegen immer von mir einen Pluspunkt. Ist es in Tears of the Kingdom, das Dorf der Vögelpeople, der Rito? Oder ist es. Ich habe nicht mal mehr ein gutes Beispiel dafür. Damn. Erstmal gehe ich hier rechts hin, mal gucken. Da ist eine Strawberry. Und da mal wieder Momentum benutzen, ohne zu springen, denn diese Erdbeere hatte Flügel. Erdbeeren mit Flügeln sind ein absolutes No-Go. Und ich frage mich, kriege ich es hin, alle Erdbeeren in diesem Gebiet zu sammeln on my first try? Weil das war, oh, weil es war ja eigentlich nicht mein Plan. Although I don't mind. Obwohl, nee, ich habe eine schon vergessen. Eine habe ich vergessen zu holen. Aber das ist das Gute. In Celeste habt ihr. Oh, noch nicht, I guess. Ich glaube, ich muss das Level erst abschließen, das Kapitel. In Celeste habt ihr nämlich eine Option zu. Oh, Mann. In Celeste habt. Was? Wieso krepiere ich da gerade so unnötig? Ich habe es durch einen Chor geschafft, ein bisschen. Anyways, was ich sagen wollte. In Celeste. Oh, wait. Nee, hier kann ich lang. Für eine Erdbeere. In Celeste. Es tut mir leid, ich habe gerade honestly vergessen, wo ich war. Es tut mir leid. Wenn ich mich gleich wieder dran erinnere, dann. Stimmt. Man hat in Celeste nämlich eine
Aussicht, nenne ich das mal, wo man sehen kann, wie viele Erdbeeren man gefunden hat, in welcher Reihenfolge. Und das kommt natürlich immer zu Nutzen, wenn man eine braucht. Denn man hat auch die Kapitelansicht. Oh. This memorial dedicated to those who perished on the climb. I'm exhausted. Hallo, Krea. Kaka. This might have been a mistake. Ah, alles gut, Madeline. Alles gut. Ich bin gespannt, wie oft ich krepiert bin. Chapter complete. Oh, look at this. Ich liebe diese Screens. Wirklich. Die waren einfach immer so sweet. 18? Ne? 18 von 20. Not bad. I'll take it. 18 von 20 in meinem First Try. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Gebiet, der Old Site. Strawberries will impress your friends, but that's about it. Only collect them if you really want to. Ja. Das Main Object. Okay. Das ist ein bisschen off-putting. ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Ja, ich weiß, was jetzt passiert. Oh, müssen wir. Ja, wir müssen hier runter, ne? Aber nicht hier nach rechts. Ich könnte falsch liegen. Nimm, was ich sage, mit a grain of salt. Ah ja, okay. Wir müssen zu dem Spiegel da unten. Was ich sagen wollte ist, wenn dieses Video rauskommt, wenn ihr das im Nachhinein guckt, tut es mir leid, dann ist es nämlich nicht mehr der Fall. Ist Celeste gerade im Angebot für 5 Euro? Es sind 5 Euro, Leute. Also, Celeste, da habt ihr Tonnen, oh Gott, habt ihr tonnenweise an Spaß, glaubt mir. Oh Gott. Ich liebe Celeste. Celeste ist super. Es macht Spaß, ich bin tot. Es macht Spaß, es kann frustrieren, aber das ist der Spaß an Videospielen. Eine gute Challenge. Habe ich immer gern. Okay, wer bist du? Was soll er? Ey, okay. Das, meine lieben Freunde, ist mein Evil Counterpart. Mein zweites Ich. Und was passiert wohl mit dem Ding? Oh, man kann da durchdashen und stirbt. Oh, und die Musik, die hittet. Die ist einfach gut. Ja, wenn man da durchdasht durch diese Dimension, dann. Oh, okay. Das war jetzt actually nur geraten. Dann kriegt man A, einen seiner Jumps wieder. Und B, dasht da durch. Oh. Okay. Das hier unten erkläre ich gleich. Düt, 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 düt. Okay. Düt, 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 düt. Nice. Das, was wir hier haben, ist eine Kassette. Denn Kassetten sind cool. Denn in Celeste, in der Special Edition, gibt es nämlich auch eine Kassette. Das Interessante an den Kassetten ist, naja, wie soll ich sagen? Es ist eine Kassette. No shit. Was ist interessant an Kassetten? Man kann sie umdrehen. Genau. Kassetten kann man nämlich doppelt bespielen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur bei einigen ist. Aber, und hier sammelt man übrigens die Seeds von Erdbeeren. Man darf dabei aber nichts Boden berühren. Oh!
Nice. Weil diese Erdbeere sonst verschwindet. Oder die Seeds. Und man muss die neu connecten. Aber wie im... Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie im Real Life kann man Kassetten umdrehen. Und in Celeste, wenn man eine extra Challenge haben möchte, kann man die Kassette umdrehen. Dann kriegt man etwas, das ist die sogenannte B-Side. In Celeste gibt es auch, again, die B-Sides. Die sind etwas schwierigere Varianten von den Originalen. Die muss man auch oft freischalten und finden. Aber wie ihr gerade gesehen habt, war das einfach nur ein kleines Puzzle, zumindest für Chapter 1. Und da unten, da geht's doch locker lang. Ja. Es gibt auch noch schwierigere Varianten. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt auch etwas, das ist die sogenannte Seaside. Ja, ich habe die Seaside persönlich nie gespielt. Oh. Madeline, darling. Slow down. Who said that? Oh, I'm simply a concerned observer. Are you me? I am part of you. Why would part of me look so creepy? This is just what I look like, okay? Deal with it. Sorry, I didn't mean... Forget about it. I can tell you what a relief it is to finally get out of your head. But look, I'm worried about us. We need a hobby. But this... I know it sounds crazy, but I need to climb this mountain. You're many things, darling, but you're not a mountain climber. Who says I can't be? I know it's not your strong suit, but be reasonable for once. You have no idea what you're getting into. You can't handle this. That is exactly why I need to do this. Are you the weak part of me, or the lazy part? I'm the pragmatic part, and I'm trying to be diplomatic here. Let's go home, together. Das finde ich so cute. Badalyn, so heißt sie, Badalyn, ist literally außerhalb des Frames, des Picture Frames. Es ist einfach nice. Oh, ich bin tot. Ja, um euch kurz das Konzept von, ja, Badalyn zu erklären. Ihr habt Mario Galaxy gespielt, nehme ich mal an. Badalyn ist ein Cosmic Clown. Oh Gott. Badalyn ist literally einfach... hinter dir her. Hinter euch her. Warum sack ich hier gerade so hart rein? Und wie man an diese Erdbeere kommt? Oh. Das erklärt ein bisschen, muss ich sagen. Oh, die Musik ist so nice. Damit diese Tür sich öffnet, müssen wir alle von diesen Orbs einsammeln. Ei. Oh ja, okay. Well, never mind. Das war doch easier als gedacht. Das Problem ist... Okay, drei Badalyns gleichzeitig. Calm down, bruh. Ja, das Problem mit Badalyn ist halt... Sie macht einem alles nach. Und das ist natürlich nicht so gut für uns. Oh, ei, okay. Den Eisblock darf ich nicht berühren, weil wenn ich das tue... kann ich die Strawberry nicht mehr holen. Und wie ihr wisst, ich liebe Erdbeeren. Ich bin nur zu schlecht, sie zu holen. Soll ich's lassen? Nee, komm.
Ich bin zu determined, jetzt diese Scheiß-Erdbeere zu holen. Oh. Ach. Naja, egal. Alles gut. Ich lasse die Erdbeere Erdbeere sein. Oh ja. Ansonsten läuft es ganz gut. Außer da unten diese Erdbeere zu holen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und ich glaube, oder? Warum sind da jetzt 5 Badalen? Damn. Das mag ich auch so über das Spiel. Celeste ist literally eine Ansammlung an Trial and Error. Oh, 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 oh. Natürlich kann man hier viel mehr Probleme bekommen als bei fucking Cosmic Mario aus Mario Galaxy, aber ich wollte sie schon fast Cosmic Madeline nennen. Oder Cosmic Madeline, aber ist, glaube ich, nicht gerade der richtige Name. Aber ich bin tot. Ich hab's schon wieder gemacht. Ach komm. Bisschen Konzentration, André, dann geht es. Konnte man hier das machen? Nein. Ach, da geht's doch locker hoch. Aber hier unten auch. Hier unten geht's doch auch lang. Oh Gott, was habe ich hier für eine... Ich wollte gerade sagen, was habe ich für eine Erdbeere gefunden? Oh Gott. Ja, Spikes will ich jetzt nicht gern berühren. Dankeschön. Hä? Ja, egal. Geh ich mal hier hoch? Ah, I get it. I see, I see. Nein! Oh. The poor Strobby. Nice. Oh, so viele Erdbeeren hätte ich auch jetzt gern. Dankeschön. Alright. Ach komm, da kann man doch locker. Kann man hier nichts machen? Okay. Hello? Madeline? Are you calling from a payphone? Yeah? No, wait. You called me? What are you talking about? Doesn't matter. I'm in trouble. I'm being chased by... someone. I don't really understand what's going on, but I know I'm in danger. I can feel it. Madeline. You only call me when you're panicking in the middle of the night. You don't have to wake up someone ridiculous. You don't have to make up some ridiculous stories just to get my attention. I'm not making it up. You always do this. Shh, it's alright. Calm down. I'm sorry, sweetheart. Talk to me. I'm climbing Celeste Mountain. I found this old mirror and it shattered, but part of me escaped and... I'm dreaming, aren't I? Madeline, of course you're dreaming. I haven't spoken to you in months. Why would I start now? Ah, why am I even climbing this stupid mountain? Hey, yo! I'm wondering the same thing. It's time to give up and go home. Oh god. That thing ate us. Dann war es wohl doch nur ein Traum. Oh, da oben ist Theo. Bonjour, Theo. Komm, reden wir noch mit Theo.
Hey Theo, sorry about earlier. I'm Madeline. I've got a lot on my mind. Well, this is a good place for it. Something about these ruins feels so introspective. It's really making me take a look into the mirror, so to speak. Yeah, I get that. So, what far of land do you hail from? Well, my inquisitive compatriot, I doth hail from the mystical, enigmatic kingdom of Seattle. Sounds like a special place. Seattle. Hier ist doch was. Ich wollte gerade sagen. Something's wrong, I can feel it. Oh. Blue Heart. There's a dusty old book open on the table. A poem is written on the faded page. An apparition, not of this world, but because of it lurking out of frame. Awake, my heart is a fortress, in dreams I'm vulnerable. Ah, das heißt, ich muss hierher in die Dream World? Huh. Oh, ich wollte gerade sagen, da geht's hier weiter, aber nein. Weird. Anyways, ich möchte mich danken fürs Zugucken. Das war Let's Show von Celeste. Wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Und wie gesagt, Celeste ist gerade im Angebot für 5 Euro auf Steam. Wenn ihr es selbst holen wollt, dann go ahead. Ich bin mir sicher, ich werde hin und wieder mal einen Stream hiervon machen. Aber das ist wie hier oben noch in den Sternen geschrieben. Ansonsten möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Habt einen guten Tag. Bis dann und ciao, Leute.